Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es ein DM-Haul und ich freue mich schon so sehr selber über das Video. Und ich habe ein paar Sachen mitgenommen und die will ich euch unbedingt mal zeigen. Und ich freue mich natürlich, dass ich die dann auch endlich benutzen kann, nachdem ich sie euch gezeigt habe. Ich greife einfach mal in die Tüte, die sehr schwere, volle Tüte. Und als erstes habe ich Rasierer. Ich benutze lieber einen Rasierer 2-3 Mal und werfe den dann wieder weg. Ja, keine Ahnung, habe mich immer so irgendwie dran gewöhnt, mache das schon immer so. Und ja, das habe ich als erstes. Zwar habe ich als nächstes eine Zahnpasta. Das ist die Elmex Zahnschmelzschutz Professional. Ein Zungenbrecher. Diese Zahnpasta habe ich mir immer gekauft, weil ich ab und zu meine Zähne bleiche. Und zwar sehr selten, aber das greift natürlich den Zahnschmelz an. Und deswegen habe ich mir gedacht, das ist das Einzige, was ich meinen Zähnen Gutes tun kann danach. Und deswegen habe ich die mal mitgenommen, aber ich habe sie noch nicht ausprobiert. Und als nächstes habe ich eine Wimperndusche mitgenommen. Und zwar hier die von Essence I Love Extreme Volume Mascara. Die habe ich früher wirklich immer benutzt. Ich glaube, das kann sogar sein, dass es eine meiner allerersten Wimperntuschen überhaupt war. Ich habe sie früher immer super gerne benutzt. Die hat eine super große Bürste. Muss man schauen, ob man damit nicht zu viel schmiert. Aber ich weiß noch ganz genau, die hat mir super tolle Wimpern immer gezaubert. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich sie mal wieder mit. Mal gucken, ob sie mir wieder oder immer noch so gut gefällt wie damals. Als nächstes habe ich Duschgel und zwar ein Duschgel von BB in der Duftrichtung Granatapfel Smoothie. Und ich weiß, dass dieses Duschgel super lecker riecht und deswegen habe ich das diesmal wieder mitgenommen. So, also es ist echt ein Durcheinander hier. Als nächstes habe ich einen Nagellack mitgenommen und zwar ist dieser von Trended Up. Das ist ein Nagellack in der Nummer 30. Ein super schöner, altrosaner Ton. So ein Ton, wie ich ihn sehr gerne habe. Und ich habe schon mittlerweile mehrere Nagellacke von Trended Up und ich finde sie wirklich nicht schlecht. Dann habe ich mir wieder nachgekauft meine Lieblingsfoundation aus dem Drogeriebereich. Und zwar ist es die von L'Oreal, die Indefectible 24 Stunden Matte Foundation. What? In der falschen Farbe. Hä, wie kann das sein? Ich frage mich immer, wie sowas passieren kann. Ich habe genau... ich weiß... Ich war in der Reihe, wo meine Farbe ist Sand, aber ich habe mir gedacht, ich nehme nicht die erste Fläschchen, ich nehme nicht die erste Tube, sondern die dahinter, weil die hat noch keine angerührt. Habe ich einfach mitgenommen und habe nicht drauf geguckt, dass es die falsche Farbe ist. Ich hoffe, ich kann das noch zurückbringen. Oh Mann, wie ärgerlich. Und dann habe ich mitgenommen Wattepads. Also die Ebelin Wattepads, diese 140 Stück 100% Baumwolle, weich und fusselfrei. Das sind meine Lieblingswattepads. Ich kaufe mir immer meistens gleich mehrere Teile. Die gefallen mir ganz gut, weil nämlich beim Abschminken, die trennen sich nicht, die Watte löst sich nicht. Also ist wirklich schön angenehm und ja, sind für mich die besten Wattepads. Dann habe ich mir mitgenommen einen Reinigungsschaum von Balea. Ich hatte das schon mal gehabt in einem rosanen Fläschchen. Das habe ich euch auch schon mal gezeigt in einem Aufgebraucht-Video. Und das fand ich sehr gut, hat mir gut gefallen. Da habe ich mir gedacht, ja, probiere ich mal was anderes aus. Das ist ja auch für normale Unmischhaut mit Lotusblütenextrakt. Ich glaube, das ist eine neue Formulierung. Es reinigt wirklich ganz gut, nimmt das Make-up schön ab. Aber ich mache immer trotzdem noch immer sicherheitshalber, gehe ich dann nochmal mit Zellenwasser drüber. Dann habe ich mitgenommen Datteln. Datteln von Seeberger. Ich liebe Datteln. Ich liebe eigentlich generell so ein Obst und getrocknetes Obst. Ich esse das voll, voll gerne. Auch die Mangos davon sind einfach unglaublich lecker. Auch die Datteln mag ich ganz gern so für als Snack zwischendurch. Und ja, kann ich euch nur empfehlen. Trockenfrüchte sind super, also eine super Alternative für Süßigkeiten. Also anstatt wirklich Schokolade, Gummibärchen und sowas alles zu essen, kann man das eigentlich mit Trockenfrüchten sehr gut ersetzen. Und dazu ist es dann auch noch gesund. Dann habe ich noch eine Foundation mitgenommen. So eine hatte ich bisher noch nicht, aber ich meine, ich habe sie in dem ein oder anderen Video bei jemandem schon mal gesehen. Das ist eine Foundation von Maybelline, die Superstay 24 Stunden. So von der Beschriftung her eigentlich sehr ähnlich wie die von L'Oreal. Sogar der Name ist eigentlich der gleiche. Die ist nämlich auch Sand. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sie für mich funktionieren wird, ob die Farbe auch wirklich gut passt, ob die Haltbarkeit gut ist, die Deckkraft und ja, ich werde euch sicherlich berichten. Dann habe ich mir, also wir springen echt hin und her, dann habe ich mir einen Riegel gekauft von Ovomaltine. Wir sind ja hier fast in der Schweiz, also ich. Und Ovomaltine, das ist ja hier so die Schweizer Schokolade, die beliebte. Und ja, es gibt
schon, also Omelettide gefällt mir auch sehr gut. Es gibt ja auch, man kann sich heiße Schoki davon machen. Aber das ist einfach so ein Riegel mit Haselnusscreme. Habe ich noch nicht probiert, wollte ich mal ausprobieren, weil ich eben Omelettine so sehr gerne mag. Und dann wieder so unspektakulär eine Balee. Hey, ich kann nicht reden, warum? Ich glaube, ich bin am produktivsten, wenn ich Videos am Wochenende drehe. Weil wenn ich sie abends nach der Arbeit drehe, dann ist mein Wortschatz eigentlich schon aufgebraucht für den Tag. Und dann verspreche mich nur die ganze Zeit. Dann habe ich noch eine Handseife von Balea fürs Bad. Hier sieht mir aus nach Aloe Vera. Sehr gut. Und noch ein Duschgel. Sport und Refresh. Mit Menthol erfrischt und revitalisiert nach dem Sport mit kühlendem Frische-Effekt. Also für nach dem Sport kann ich mir das ganz gut vorstellen. Ja, Duschgel, ne? Duschgel. Duschgel. Dann habe ich mir noch gekauft einen Nagellackentferner und zwar einen acetonfreien. Was ich hier ganz gut fand, dass es eben hier so einen Pumpspender hat, weil ja, man kann einfach Wattepad drauflegen, ein paar Mal drauf drücken und dann kommt schon das Produkt raus. Und ja, finde ich ziemlich praktisch und das ist hier mit Biotin und Arganöl, finde ich auch super gut. Dann wieder so ganz unspannend, so feuchte Tücher, feuchte Allzwecktücher von Denkmit. Ich benutze die immer super gerne für meinen Schminktisch, weil beim Schminken natürlich auch ab und zu mal was daneben geht oder mal was daneben spritzt oder das Puder landet nicht nur auf dem Gesicht, ihr werdet es kennen. Und dann ist es immer ganz gut, wenn man in der Schublade gleich so ein Tuch hat, mit dem man gleich zack, zack, zack alles sauber machen kann, weil ich liebe Sauberkeit und ich habe einfach keine Ruhe, wenn irgendwo Unordnung ist oder irgendwas nicht sauber ist, deswegen brauche ich das. Und als nächstes habe ich mir dann noch Leinsamen gekauft. Ich muss echt sagen, bisher habe ich irgendwie noch nicht so viel Wert drauf gelegt oder auch nicht gekauft, nicht wirklich gesehen, nicht gehört. Aber ich habe letztens den Tipp bekommen von meiner Mama, dass es sehr gesund ist und dass ich es mir empfehle, das mal zu essen, vielleicht auch in meinen Smoothie reinzumachen, einmal am Tag oder so. Und deswegen habe ich das mitgenommen. Das habe ich von Das Gesunde Plus. Ich glaube, das ist die Eigenmarke vom DM, wenn ich mich nicht täusche. Mische ich mir auch immer in meinen Smoothies. Ich trinke gerade einen. Ich weiß, sieht nicht lecker aus. Aber er schmeckt sehr lecker. Und da habe ich zum Beispiel die Leinsamen auch mit reingemacht. Und man merkt nicht wirklich was davon, aber es ist eben gesund. Und deswegen habe ich es mitgenommen. Danach noch ein bisschen dekorative Kosmetik. Die ist ganz unten natürlich gelandet. Die kleinen Teilchen sind alle runtergerutscht. Dann habe ich noch einen Nagellack von Trended Up. Und hier, das ist die Nummer 30. Das ist so ein Holo Dimension Nail Polish. Ja, das ist so einer, der schimmert nach Gelb, Rosa, Lila, sowas. Einfach mal auch was anderes. Nicht alles immer so nudig und einfarbig. Fand den ganz interessant und habe den deshalb mitgenommen. Dann habe ich noch einen Pflegestift gekauft für meine Nagelhaut. Ja, ich pflege meine Nägel ganz gerne. Sollte man auch. ja, ich habe ja immer oft Nagellack drauf, aber es ist auch ganz wichtig, dass man zwischendurch auch mal ein bisschen Pause macht und die Nägel ein bisschen atmen lässt. Und natürlich auch die Nagelpflege hier an der Nagelhaut ist immer ganz wichtig. Und ich habe gerade so einen Stift gesucht, mit dem ich gleich die Haut so ein bisschen nach hinten schieben kann und dass die auch gleichzeitig gepflegt wird. Und das ist hier ein Stift von P2 und zwar ein Nagelhautpflegestift mit Limonenaroma. Ja, also diesen direkt habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich habe eigentlich früher immer so einen Nagelstift gehabt und deswegen habe ich schon vermisst und habe mir wieder eingekauft. Dann habe ich mir nachgekauft einen Eyeliner von Trended Up dieses Mal. Wollte ich mal ausprobieren. Habe ich bisher noch nie ausprobiert. Oh, das sieht aber gut aus. Also, der malt richtig gut. Das gefällt mir gerade. Hat auch so eine relativ kurze Spitze. Schön schwarz. Sieht gut aus. Werde ich mal auf dem Auge ausprobieren. Ist ja im Gesicht oft anders als auf dem Handrücken. Deswegen, ja. Aber ich habe mal gedacht, ich probiere mal einen neuen Eyeliner aus, weil ich habe irgendwie immer den gleichen. Dann habe ich mir ein paar Lip Liner gekauft. Und der erste, den ich mir gekauft habe, ist einer von Alverde. Und zwar die Nummer 12 Soft Red. Und den habe ich drauf, aber den habe ich dann übermalt mit einem Lippenstift. Deswegen sieht man davon jetzt nicht mehr viel, weil der Lippenstift sehr deckend ist. Das ist so ein rotfarbiger, nicht wirklich mega pigmentierter, aber auf jeden Fall auch ein matter Lip Liner, der super lange halten wird. Aber wenn ihr trockene Lippen habt, so wie ich zum Beispiel, dann kann das ein bisschen unangenehm sein. Das habe ich gerade gemerkt, weil ich hatte keinen Balsam drunter gehabt und habe gleich den Lip Liner drauf gemacht und ich war
habe gerade angefangen, wir haben schon die Lippen gespannt und das war so ein bisschen unangenehm. Eigentlich theoretisch wollte ich einen anderen Lip Liner kaufen. Also den habe ich auch gekauft, aber ich wollte eigentlich nur den kaufen. Und zwar ist das der Lip Liner Nummer 16 Pretty Mauve. Und den Lip Liner habe ich nur gekauft, weil ich ein paar Mal davon gehört habe auf dem Kanal Consider Cologne. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Da sind die Mädels, die Lena und die Leonie sind von diesem Kanal. Und ich finde die beiden so super süß. Ich gucke deren Vlogs und deren Videos schon über ein Jahr sicher. Diesen Kanal kann ich euch unten auf jeden Fall verlinken, weil ich den echt super gerne mag. Und die Leo hat ein paar Mal erwähnt, dass eben dieser Pretty Mauve, dass sie diesen Lip Liner ganz gerne mag und oft verwendet. Und das sah in ihr eigentlich auch ziemlich schön aus. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich den auch mit, weil ich solche Töne auch liebe. Und der ist zwar aus der gleichen Serie, aber der scheint mir nicht ganz so matt zu sein. Der ist auf jeden Fall cremiger und gibt viel mehr Farbe ab. Sieht wirklich super schön aus, auch auf den Lippen. Und auch der Halt, muss ich sagen, ist nicht schlecht. Ich hatte den den halben Tag drauf gehabt. Ich hatte den auf der Arbeit drauf. Und auch selbst nach dem Frühstück war der noch nicht ganz weg. Also für einen Drogerie-Lip-Liner ist er echt nicht schlecht. Und ja, jetzt muss ich den halt ein paar Mal spitzen. Aber egal, also wirklich eine ganz schöne Farbe. Super toll. Und dann habe ich noch einen Lip Liner von Manhattan in der Nummer N44. Und das ist auch so ein roter Lip Liner. Und ich weiß, dass die Lip Liner von Manhattan auch richtig gut sind und Bombe halten. Also hier direkt seht ihr gleich den Vergleich. Das Rot ist auf jeden Fall viel lebendiger, viel knalliger. Und auch die Pigmentierung ist auf jeden Fall stärker. Also ein super cooler Frühlingston. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich mir den gekauft habe. So, und dann sind wir schon fast fertig. Dann habe ich nur noch von Catrice einen Concealer mitgenommen. Und zwar ist es eigentlich mehr ein Highlighter für unter die Augen. Und irgendwie konnte man das da nicht testen. Entweder nur in dem DM, wo ich war. Oder ich weiß auch nicht. Und ich habe einfach mal geschätzt und ich hoffe, dass das jetzt nicht rotstichig ist, weil ich bin mehr der gelbstichige Typ. Das hat hier so einen Pinsel. Muss man wahrscheinlich drehen. Das Schlaue ist, dass man nicht sieht, wie viel da drin ist, gell? Jo, dann drehe ich mal. Ich glaube, da ist nichts drin. Oh, jetzt. Okay, schauen wir mal. Oh nein, das sieht irgendwie rotstichig aus. Und nicht wirklich deckend. Also, das ist hier der Highlighter. Ich habe den auch schon bei manchen YouTubern gesehen. Die haben das aber verbunden mit einem anderen Concealer und das halt sozusagen wie als Highlighter verwendet. Und ja, auf dem Handrücken, wie gesagt, darf man sich nicht täuschen lassen. Handrücken ist halt nicht das Gesicht. Ich werde es mal beobachten, ich werde es auch mal auftragen. Und dann sage ich euch mal, wie das so ist. Jetzt gerade bin ich irgendwie nicht überzeugt. Und dann noch als letztes habe ich einen Lippenstift. Und zwar den Superstay 24 Stunden. Zu viel 24 Stunden Versprechungen. Der soll 24 Stunden halten. Das ist ein Lippenstift, der so zwei Schritte hat. Und zwar auf einer Seite eben die Farbe und auf der anderen Seite den Balsam. Ich weiß noch, das ist einer von Maybelline. Ich hatte so einen das erste Mal benutzt. Ich glaube, das war 2008. Da war ich in New York gewesen. Und da waren sie erst ganz neu. Da gab es die hier noch nicht. Und ich glaube, das war der allererste Lippenstift, den ich hatte, der wirklich bombengut und wirklich sehr lange gehalten hat. Da habe ich mir gedacht, nehme ich mal wieder mit. Ich fand den doch so gut. Aber in der Farbe habe ich den nie gehabt. Ich habe einen in der Nummer 260 Wildberry. Und ich weiß noch, diesen Balsam habe ich eigentlich nicht so wirklich benutzt. Weil, ja, man muss auch gucken, wie. Damit der halt wirklich auch gut bleibt. Die Farbe sieht super cool aus. Also das ist wirklich, wie das schon wie der Name ist. Das ist so eine bärige Farbe. Sieht auf jeden Fall cool aus. Hat was. Ich habe diesen Lippenstift immer auf Lippen aufgetragen, die kein Produkt drauf hatten vorher. Also kein Pflege, Balsam, irgendwas Stift. Sondern einfach nur als erstes die Farbe. Dann habe ich sie ein bisschen trocknen lassen und danach habe ich das Balsam aufgetragen. Weil wenn ihr nämlich die Farbe und wenn sie noch nicht trocken ist, gleich das Balsam, macht ihr euch erstens den Balsam so ein bisschen schmutzig mit der Farbe. Und außerdem hält es vielleicht dann doch nicht so gut, weil das Ganze doch so ein bisschen zu weich wird. Also das muss auf jeden Fall erstmal trocknen. Aber ja, ich werde das bestimmt demnächst mal in dem ein oder anderen Video tragen. Das war's mit meinem Haul. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.
Ich liebe DM-Hauls zu schauen, deswegen habe ich gedacht, vielleicht gefällt es euch ja auch. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen, danke, dass ich euch habe. Ich hoffe, ihr gebt mir einen Daumen hoch für dieses Video, falls es euch gefallen hat. Und wenn ihr noch nicht Abonnent meines Kanals seid, freue ich mich, wenn ihr dazu kommt. Ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video wieder und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe. Ciao! Hey Leute, ganz kurz ein Outtake. Ich bin mir gerade Hände waschen gegangen. Und alles ist weggegangen. Aber dieser Fleck von diesem Lippenstift geht nicht weg. Da hat sich nichts von der Stelle gerührt. Ich habe geschrubbt, ihr glaubt es nicht. Nicht mal so ein kleines Fitzelchen, was daneben dran gegangen ist. Es geht einfach nicht ab. Es geht nicht ab. Guck mal. Nichts. Da verrutscht nicht mal was. Krass. Also wenn das nicht 100% Halt ist. Und ich wette, es sind auch nicht nur 24 Stunden Halt, sondern eine Woche Halt. Ich musste fast ein Loch in meine Hand bohren. Wisst ihr, wie das jetzt wegging? Mit Nagellackentferner. Wie furchtbar, das kann ich auf gar keinen Fall auf meinen Lippen machen. Ich erinnere mich noch, diesen Lippenstift hatte ich teilweise über Nacht noch drauf gehabt, weil ich habe den nicht abbekommen. Oh my God. Und der rote Lippenstift ging übrigens auch fast nicht ab. Super.